Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fast eine Woche nach den Terroranschlägen in New York bemüht sich die Wall Street um Normalisierung. Die US-Börse nahm heute den Handel wieder auf. Trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkt kurz vor Handelsbeginn sackten die Kurse wie befürchtet ab. Insbesondere die Aktien der Fluggesellschaften und Flugzeughersteller brachen dramatisch ein. Der Dow Jones Index sank unter die Schwelle von 9.000 Punkten. Am Abend lag er mit 670 Punkten im Minus bei 8.935 Zählern. Mit allen Mitteln sollen Kurseinbrüche verhindert werden. Koordinierte Zinssenkungen der Notenbanken in Europa und Amerika sollen die Aktien stützen. Dennoch ging es am Morgen erst nach unten. Vor allem Versicherungen, Reiseveranstalter und Fluggesellschaften verloren bis zu 50%. Die New Yorker Börse war zum letzten Mal in der Depression 1933 so lange geschlossen. Doch selbst der immer noch beißende Rauch in der Luft hat Zehntausende Händler und Mitarbeiter nicht davon abgehalten, den Handel wieder aufzunehmen. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen mit provisorischen Telefon- und Datenleitungen und Strom aus Generatoren. Unter diesen Bedingungen heute die Börse wieder zu eröffnen, zeigt die Entschlossenheit, mit der New York zum Alltag zurückkehren will. Let us all pause in a moment. Mit zwei Schweigeminuten wurde zunächst der über 5000 Opfer gedacht. Viele der Händler hier haben selbst Freunde und Bekannte verloren. Mit Patriotismus wird die Sorge bekämpft, dass nach dem Zusammenbruch des Welthandelszentrums auch die Weltwirtschaft selbst einbrechen könnte. Aufmunterung von allen Seiten. Wir können zwar niemals perfekte Sicherheit garantieren, aber wir werden alles versuchen und gleichzeitig dabei die Freiheit achten. Feuerwehrleute, die Helden dieser Woche, dürfen den Börsenhandel eröffnen. Auch die Nasdaq hat wieder geöffnet und die American Stock Exchange handelt provisorisch in Philadelphia. Ihr Gebäude ist zu stark beschädigt. Die Europäische Zentralbank folgte der Entscheidung der US-Notenbank und senkte ebenfalls die Leitzinsen. Sie verringerte den für die Kreditwirtschaft wichtigsten Zinssatz um 0,5 Prozentpunkt auf 3,75%. Anders als in New York konnten in Frankfurt die deutschen Aktienwerte zulegen. Der deutsche Aktienindex DAX lag am Abend bei 4.207 Punkten, der neue Marktindex NEMAX 50 bei 830 Zählern. Der Euro gab im Laufe des Nachmittags leicht nach auf 92 US-Cent 50. Der Dollar kostete damit 2,1144 Mark. US-Präsident Bush hat bekräftigt, sein Land werde alles daran setzen, den Moslem-Extremisten Bin Laden zur Rechenschaft zu ziehen. Bei einem Besuch im beschädigten Verteidigungsministerium in Washington warnte Bush auch die in Afghanistan regierenden Taliban, die dem Hauptverdächtigen der Terroranschläge Schutz gewähren. Im Pentagon hatte Bush mit Verteidigungsminister Rumsfeld über die Mobilisierung von Reservisten beraten. Im unbeschädigten Teil des Pentagon vorhin jubelnder Empfang für den Präsidenten, der die US-Truppen in eine neue Art von Krieg führen will. Noch ist überhaupt nicht klar, was die Rolle des Militärs sein soll in diesem Feldzug, in dem auch gesetzliche, finanzielle, diplomatische Mittel eingesetzt werden. Nur das Ziel ist definiert. George W. Bush, der einige Tage als Staatsmann sprach, griff wieder zu volksnahen Tönen. Ich will Gerechtigkeit. Im Wilden Westen wurden einmal Poster aufgehängt. Tot oder lebendig. Aber es geht nicht nur um Osama Bin Laden und seine Organisation. Wir wollen Terrorismus bekämpfen, gemeinsam mit anderen Völkern. Sein Justizminister verkündet inzwischen, dass die Fahndung nach den Tätern zügig weitergehe. Details werden inzwischen geheim gehalten. Seine Mitarbeiter mussten wieder einmal das Ministerium verlassen. Ein grundloser Bombenalarm. George Bush steht nicht unter Druck, überall zu handeln. Im Gegenteil, Amerika hat noch in Erinnerung, wie schnelle Strafexpeditionen nach Somalia, Sudan und Afghanistan scheiterten. So etwas will keiner mehr sehen. Kleine Blitzaktionen sind nicht ausgeschlossen, aber alles andere braucht Vorbereitung und Zeit. Die kann George Bush sich nehmen.
Die internationale Atomenergiebehörde muss nach Ansicht von Präsident Bush alles tun, um Terroristen von Nuklearmaterial fernzuhalten. Bush schrieb in einer Botschaft an die Generalkonferenz der IAEO in Wien, die Sicherheit der Völker hänge weitgehend davon ab, dass diese Organisation die Weitergabe von Nuklearmaterial verhindere. Ein Sprecher der UN-Behörde sagte dazu, Terrorgruppen verfügten nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht über Atomwaffen. Das Taliban-Regime in Afghanistan will morgen über die Forderung beraten, Bin Laden auszuliefern. Taliban-Chef Omar erklärte im Rundfunk, die geistlichen Führer aller Provinzen seien nach Kabul gerufen worden. Eine hochrangige Delegation aus Pakistan hatte die Taliban zuvor gedrängt, Bin Laden keinen Schutz mehr zu gewähren. Inzwischen haben beide Länder ihre Truppen an der gemeinsamen Grenze verstärkt. Afghanistan soll auch Scud-Raketen dorthin verlegt haben. Mitglieder von mehr als 30 radikal-islamischen Parteien haben heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gegen einen möglichen Militärangriff der USA auf Afghanistan demonstriert. Taliban, Taliban und Osama bin Laden hieß es immer wieder. Allah sei die einzige Supermacht der Welt. Die Proteste richteten sich auch gegen die eigene pakistanische Regierung, die mit den Amerikanern im Kampf gegen den Terrorismus zusammenarbeiten will. Das könne einen Bürgerkrieg auslösen, hieß es am Rande der Demonstration, die unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Hunderte schwer bewaffnete Polizisten waren auf den Beinen. Die anti-amerikanische Stimmung in Pakistan wächst. Unterdessen wollen Zehntausende Afghanen aus Angst vor einem US-Militärschlag ihre Heimat verlassen. Sie strömen vor allem an die Grenzen zu Iran und Pakistan. Beide Länder haben inzwischen ihre Übergänge geschlossen. Auch die Versorgungsverbindungen von Pakistan nach Afghanistan wurden unterbrochen. Afghanistan bereitet sich auf einen amerikanischen Vergeltungsangriff vor. Und 20.000 Taliban-Soldaten wurden heute an der Grenze zu Pakistan stationiert. Morgen will die Taliban-Führung endgültig entscheiden, ob sie Osama bin Laden ausliefert. Wenn nicht, wird ein US-Militärangriff immer wahrscheinlicher. Bei der Fahndung nach den Hintermännern der Anschläge sind die Ermittler in Deutschland offenbar wieder einen Schritt weiter gekommen. Nun steht fest, dass 3 der 19 mutmaßlichen Flugzeugentführer zeitweise in Hamburg lebten. Ein 26-jähriger Libanese war 1997 von Greifswald in die Hansestadt gezogen, um hier Flugzeugbau zu studieren. Inzwischen hat die Polizei weitere Wohnungen in Bochum und Hamburg durchsucht. Wieder eine Hochschule, wieder trifft es Hamburg, diesmal die Fachhochschule. Dort kann man Fahrzeug- und auch Flugzeugbau studieren. Das FBI schickte eine Liste, der Dekan wurde in der Studentenkartei fündig. Ziad Samir Yara hat in der Maschine gesessen, die über Pittsburgh abgestürzt ist. Ratlose Professoren, ein ehemaliger Mitstudent erinnert sich. Wir sind praktisch zusammen durch das ganze Grundstudium gegangen, haben zusammen gelernt, haben Tag und Nacht zusammen gelernt und ja, uns ist eigentlich nie aufgefallen, dass er so eine Gedanken hat oder fähig ist, sowas zu tun. Das Praktikum beim Flugzeugbauer Airbus hat er nicht mitgemacht. Er verließ vorher die Hochschule. Es ist ganz sicher, dass er, der Student Yara, der mutmaßliche Terrorist, bei uns keine Fähigkeiten erworben hat, die ihn dazu gebracht haben, das Flugzeug zu fliegen. Studenten und Professoren schildern ihn als religiös und unauffällig. Von einem Hass auf die USA hat keiner etwas bemerkt. Er war sehr europäisch eingestellt und weltoffen einfach. Auch von den Verbindungen Yaras zu den beiden anderen Piloten haben Studienfreunde nichts bemerkt. Die Polizei sucht im Umfeld der Universität Harburg nach weiteren Kontakten. Ein Student soll den Todespiloten die Visa für den Flug in die USA beschafft haben. Bundeskanzler Schröder kann für seinen Kurs nach den Terroranschlägen auf die uneingeschränkte Unterstützung seiner Partei bauen. Alle denkbaren deutschen Beiträge im Kampf gegen den Terror würden geleistet, erklärte SPD-Generalsekretär Müntefering heute. Die Solidarität nach den Angriffen auf die USA lasse sich nicht begrenzen. Mit Blick auf kritische Stimmen aus den Reihen der Grünen zur NATO-Strategie sagte Müntefering, die Koalition werde auch diese Herausforderung bestehen. An der amerikanischen Botschaft heute viel Mitgefühl für die Opfer, aber auch deutliche Mahnung vor einem Militärschlag. Doch die Bundesregierung bekräftigte erneut, dass sie eine direkte Beteiligung der Bundeswehr an einer amerikanischen Vergeltungsaktion nicht mehr ausschließt. Festigkeit und Entschlossenheit forderte der Kanzler, der in einer Rede gleich zweimal vom Einsatz militärischer Macht gegen den Terrorismus sprach.
Aus diesem Dreiklang, meine Damen und Herren, Einsetzen staatlicher und auch militärischer Macht, nicht aufhören lassen dessen, was Politik und Diplomatie leisten kann, leisten muss, und dem Einsatz der Kultur in ihrer Differenziertheit, das ist es wohl, was Erfolg verspricht. Es werde eine starke militärische Reaktion geben, bestätigte der Verteidigungsminister, ohne Einzelheiten zu nennen. Wir prüfen innerhalb des Bundesministeriums der Verteidigung alle Möglichkeiten eines Beitrages. Im Regierungslager lehnt man zwar eine neue Haushaltsdebatte ab, es gab heute aber erste Zusagen, dass für einen Bundeswehreinsatz zusätzliche Mittel bewilligt werden. Es geht darum, was ist jetzt unsere konkrete Aufgabe des solidarischen Handels, und die wird finanzierbar sein. Die Opposition verlangt zwar einen neuen Haushalt mit mehr Geld für die Bundeswehr. Anders als beim Mazedonien-Einsatz hat sie aber bereits jetzt der Bundesregierung grundsätzlich ihre volle Unterstützung zugesagt, falls es zu einer Beteiligung der Bundeswehr an einem Vergeltungsschlag kommen sollte. Neben einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr an einem Militärschlag stand heute in Berlin erneut die Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand. Die Bundesregierung kündigte an, sie werde am Mittwoch als Konsequenz aus den Terroranschlägen ein Bündel von Maßnahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit auf den Weg bringen. Gepäckkontrolle vor dem Abflug. Die Sicherheitsvorkehrungen für Reisende wurden drastisch verschärft. Künftig soll aber auch das Flughafenpersonal einer intensiveren Kontrolle unterzogen werden. Eine von vielen Maßnahmen, die der Kanzler heute mit dem Vorstand seiner Partei beriet. Außerdem soll es künftig für die Unterstützung ausländischer Terrororganisationen einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch geben. Und auch über eine Lockerung des Datenschutzes wird nachgedacht. Wir werden das ganz nüchtern uns vor Augen führen, da wo Sperren bestehen, die wir überwinden müssen. Es kann ja nicht so sein, dass der Datenschutz an eine Sicherheitseinbuße in unserem Lande führt. Die Grünen zögern, den Datenschutz einzuschränken, unterstützen aber einen anderen Vorstoß des Innenministers, die Verschärfung des Vereinsrechts, damit sich extremistische Gruppen nicht mehr als Religionsgemeinschaft tarnen können. Dennoch Mahnung zur Nachdenklichkeit. Die Frage nämlich sich zu stellen und auch offensiv nach vorne zu stellen, wie bekämpfen wir, wie verhindern wir Terrorismus, wie erhalten wir aber unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Der CDU-Fraktionschef heute auf der Automesse in Frankfurt unterstützt jedenfalls die Maßnahmen. Ich biete der Bundesregierung auch noch einmal an, dass es hier ein hohes Maß an Übereinstimmung mit uns gibt. Jeder vernünftige Vorschlag wird von uns mitgetragen. Der Kanzler muss nun die richtige Balance von Freiheit und Sicherheit finden, um die Zustimmung möglichst aller Parteien zu erhalten. Und hier weitere Nachrichten vom Tage. Palästinenserpräsident Arafat hat nach eigenen Worten seine Sicherheitskräfte angewiesen, die mit Israel vereinbarte Waffenruhe konsequent umzusetzen. Dies betonte Arafat in einer Botschaft an das israelische Volk anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes. Die israelische Armee will zum Schutz vor weiteren palästinensischen Anschlägen an der Grenze zum nördlichen Westjordanland eine 30 Kilometer lange Sicherheitszone einrichten. In Tschetschenien haben die Rebellen dem russischen Militär die schwersten Verluste seit mehr als einem Jahr zugefügt. Nahe der Hauptstadt Grosny wurden beim Beschuss eines Armeehubschraubers 13 Soldaten getötet, unter ihnen zwei Generäle. Zuvor waren bei Gefechten um die zweitgrößte Stadt des Landes, Gudermes, mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die sächsische Stadt Hoyerswerda hat 10 Jahre nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen eine Aktionswoche für mehr Toleranz gestartet. Unter dem Titel Biedermänner und Brandstifter wurde zum Auftakt eine Wanderausstellung im Rathaus eröffnet. Sie soll über Hintergründe rechtsextremistischer Organisationen informieren. Zwischen dem 17. und 22. September 1991 hatten Neonazis in Hoyerswerda immer wieder Ausländer angegriffen. Die Straßenschlachten hörten erst auf, nachdem 250 Asylbewerber aus der Stadt gebracht worden waren. Fußball-Bundesligist Hamburger Sportverein hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Frank Pagelsdorf getrennt. Der Aufsichtsrat macht den 43-Jährigen für die sportliche Talfahrt mit nur einem Sieg aus 6 Saisonspielen verantwortlich. Die Mannschaft wird vorerst von Sportdirektor Hieronymus betreut. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. September.
Deutschland ist von Tiefdruckgebieten umgeben. Freundlich und kühl ist es in Irland, Schottland und Norwegen bei schwachem Hochdruckeinfluss. Sonnenschein und milde Temperaturen herrschen von Finnland bis zum Schwarzen Meer. Sonnig und sehr warm ist es am Mittelmeer. In Deutschland klart der Himmel heute Nacht örtlich im Westen auf. Im Osten dagegen werden die Wolken dichter und es regnet. Am Tag zieht der Regen Richtung Westen. Hier wechseln sich sonst Quellwolken mit Sonne ab, es bleibt aber trocken. Der Wind weht an der Ostseeküste frisch bis stark aus Nordost, sonst eher schwach aus westlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 10 Grad im Osten und an der Küste. In Württemberg sind es sogar nur 4 Grad. Morgen steigen die Werte auf 10 Grad am Alpenrand und im Bayerischen Wald und erreichen 17 Grad an Rhein, Untermain und Mosel. Und das sind die Aussichten. Mittwoch und Donnerstag regnet es zum Teil recht ergiebig. Freitag Wetterberuhigung und es wird etwas wärmer.